Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins Discovery Tour Ancient Egypt. Wir machen jetzt weiter mit Jean-François Champollion. Habe ich garantiert wieder falsch ausgesprochen. Naja, erfahre mehr über die Entschlüsselung der Hieroglyphen. Das dürfte interessant werden. Im letzten Part haben wir ja noch die Hieroglyphen im Allgemeinen behandelt. Willkommen bei Jean-François. Zwischen dem 5. Jahrhundert unserer Zeit und der Renaissance war das Wissen um die Hieroglyphen verschwunden. Viele Enthusiasten versuchten sich an der schweren Aufgabe ihrer Entzifferung, allerdings ohne großen Erfolg. Einigen Forschern gelang es, einzelne Namen oder grammatische Strukturen zu identifizieren. Sie konnten außerdem bestätigen, dass Kartuschen auf königliche Namen verweisen. Dennoch fehlte es an den entscheidenden Hinweisen, bis schließlich die Entdeckung des Steins von Rosette den Durchbruch brachte. Aha, das lang ersehnte Verständnis geheimnisvoller Alphabete. Ich sollte auch schon mal wieder mein Reittier herholen. Der Stein von Rosette wurde 1799 von einem Offizier der napoleonischen Armee entdeckt. Die Stele wird auf das Jahr 196 vor unserer Zeit datiert. Die drei sinngemäß gleichen Texte wurden in Hieroglyphen auf Demotisch und Altgriechisch festgehalten. Nach der Niederlage Napoleons im Jahr 1801 bemächtigten sich die Briten des Steins. Er wurde der Sammlung des British Museum einverleibt und ist bis heute eines der populärsten Exponate des Museums. Stein von Rosette, Ptolemäer-Dynastie. Naja, das haben wir ja schon mal gesehen bei einer anderen Tour. Was ein dickes Ding. Im Jahr 1803 gelang eine erste Übersetzung des altgriechischen Abschnitts. Es handelt sich um ein Dekret Ptolemäus des Fünften, das daran erinnert, dass er Ägypten zu Wohlstand verholfen hatte. Übersetzt wurde der Text schließlich erst 20 Jahre später von Jean-François Champollion, der mit einem Faksimile arbeitete. Ach, so weit weg von der tatsächlichen Aussprache des Namens war ich ja doch nicht entfernt. Immerhin. Das ist das Porträt zu dem Mann. Alles klar. Champollion gelangte zu einer entscheidenden Erkenntnis, die das Geheimnis der Hieroglyphen lüften sollte. Nämlich, dass es sich nicht nur um Bildzeichen, sondern auch um Lautzeichen handelte. Hieroglyphen bestehen demnach aus Lautzeichen, Bildzeichen und Deutzeichen. Letztlich also aus einer Kombination aus phonetischen und alphabetischen Zeichen und Symbolen. Puh. La Grammoire, okay. Also das ägyptische, die ägyptische Grammatik, schätze ich mal, soll das übersetzt heißen. Ein von Champollion signiertes Manuskript, 1831. Pardon? Champollion fiel auf, dass sich bei ein und demselben Wort die Anzahl der Hieroglyphen von der der griechischen Schriftzeichen unterschied. Daher gelangte er zu der Überzeugung, dass die Hieroglyphen auch phonetische Zeichen besitzen. Dies war der erste Schritt, um das Geheimnis des Steins von Rosette zu lüften. Okay. Nee, Stiftertafel von Serapeum in Alexandria. Griechische und ägyptische Inschriften. Circa 221 bis 204 vor unserer Zeit. Boah. Um seine Theorie zu beweisen, begann Champollion, die Namen ägyptischer Herrscher zu identifizieren und ihre phonetische Aussprache mit der griechischen Version zu vergleichen. Der Erbauer der großen Pyramide hieß mit ägyptischem Namen beispielsweise Khufu, was im Griechischen zu Cheops wurde. Ah, die Cheops-Pyramide, okay. Ja. Das ist ja echt interessant gerade, also dass überhaupt es jemand geschafft hat, in all diesen Bildern einen Sinn zu erkennen und ihnen ja eine Bedeutung oder beziehungsweise die gemeinte Bedeutung wieder zu verleihen, die sie damals zu ihrer Zeit fast selbstverständlich bereits hatten. Ja, und nachdem das all die Jahrhunderte verloren gewesen ist, das wieder aufzubauen, nicht schlecht.
Der Mann hatte es drauf. Fragment einer Inschrift von der Kartusche Ptolemäus des Ersten, Ptolemäer-Dynastie. Um dieses Verfahren zu bestätigen, zog Champollion in einem nächsten Schritt den Obelisken von Philae als zusätzliche Referenz heran. Er konnte auf dem Obelisken die Gravuren der Namen von Ptolemäus und Kleopatra identifizieren. Schließlich bestätigte er, dass sie denselben phonetischen Mustern folgen wie auf dem Stein von Rosette. Da wusste Champollion, dass er endlich auf der richtigen Spur war. Tempel der Isis, Insel Philae, ca. 1880. Und die letzte Station. Wow. Champollion beherrschte bereits mehrere alte Sprachen, als er sich mit dem Stein von Rosette beschäftigte. Dank seiner Kenntnis des Koptischen erkannte er die Sonnenscheibe auf dem Obelisken, den er untersuchte, als phonetische Übersetzung von Re. Weitere Übersetzungen bestätigten seine Rückschlüsse. Die ägyptischen Hieroglyphen erfüllten sowohl phonetische als auch bildhafte Funktion, was heißt, dass das Symbol auch das Wort selbst bezeichnen kann. Schon wieder so ein von Champollion signiertes Manuskript, 1831. Boah. Also Respekt an diesen Mann, muss ich sagen. Nicht schlecht. Boah, das war garantiert nicht einfach, da in all dem einen Sinn zu erkennen. Aber, ja, ihm hat das wahrscheinlich viel Vergnügen bereitet. Ich meine, klar, es würde jedem Spaß machen, wenn er Sinn in etwas erkennen würde, wo jeder andere nur fragend davor stehen würde. Alles klar, als nächstes die Gründung Kyrenes. Hab mich schon mal hergeportet. Willkommen bei Kyrene. Die Kyrenaika erstreckt sich entlang der Küste Nordwestafrikas. In der Antike war es als Pentapolis bekannt. Ein Hinweis auf die fünf wichtigsten Städte, die die griechischen Kolonien bildeten. Eine Kolonie griechischer Siedler gründete 630 vor unserer Zeit die Stadt Kyrene auf einem üppigen Hochplateau des Grünen Bergs im heutigen Libyen. Kyrene wuchs schnell und breitete sich über die Terrassen des Plateaus aus, was sie zur ersten und größten der fünf Kolonien machte. Weltkarte des Eratosthenes von Kyrene, ca. 240 vor unserer Zeit, 19. Jahrhundert. Ui, schicker Ausblick. Okay, sind die Stationen jetzt alle so an der Stadtmauer? Finde ich gut. Da hat man den besten Ausblick. Die Stadt Kyrene wurde von Bathos Aristoteles, der vom Orakel von Delphi geleitet wurde, gegründet. Überfüllt und von Dürre geplagt, konnte Bathos Heimatinsel Thera ihre Bewohner nicht ernähren. Bathos befragte das Orakel, das verlauten ließ, sie sollten auf der Suche nach Ackerland an die nordafrikanische Küste reisen. In den ersten zwei Jahrhunderten herrschte eine Reihe von Königen über die Stadt. Eine Rebellion beendete jedoch schließlich die Monarchie und fortan wurde die Stadt von der Aristokratie regiert. Arkesidloas, der zweite König von Kyrene, überwacht das Wiegen und die Einlagerung von Silphium. Aha. Servus, lass dich nicht vom Wachdienst abhalten. Kyrene war berühmt für seine Tempel, die den Göttern Apollon, Demeter und Zeus an der Seite ptolemäischer Götter wie Isis und Serapis gewidmet waren. Eine große Agora prägte das Stadtzentrum und am westlichen Rand entstand die berühmte Akropolis. Ende des 2. Jahrhunderts wurde um den Hafen herum eine Befestigungsmauer errichtet. Als die Stadt wuchs, wurden weitere Gebäude hinter den Mauern errichtet. Agora von Kyrene, 2016. Ob es damals auch jemanden gegeben hat, der den Titel Flo von Kyrene trug? Unter römischem Einfluss wurde Kyrene zu einem Wirtschaftszentrum, das im gesamten Mittelmeerraum an Bedeutung gewann. Kyrenes Ärzteschule wurde lediglich von der auf der griechischen Insel Kos übertroffen. Einige Größen der antiken Mathematik, Astronomie und Geographie wurden in der Stadt geboren
oder gründeten Schulen in der Stadt, wie Aristippos, ein Schüler Sokrates, der ein philosophisches Institut gründete. Doppelgesichtige Büste, wahrscheinlich Aristippos von Kyrene und seine Tochter Arete. Von 115 bis 117 unserer Zeit kam es im jüdischen Viertel zu einem Aufstand, der die Stadt Kyrene schwer beschädigte. Zahlreiche Kämpfe, schlechtes Management der eigenen Silphium-Ernte und Erdbeben zogen die Stadt in Mitleidenschaft. Im Jahre 365 unserer Zeit wurde sie vollständig aufgegeben. Statue einer Frau in Gewand, kopflos, gefunden in den Ruinen von Kyrene, 2. Jahrhundert. Der nahegelegene Hafen von Apollonia war ein idealer Ort mit seiner natürlichen Einbuchtung, die von zwei Inseln und felsigen Buchten geschützt ist. Neben einem Leuchtturm wurde der Hafen später mit Kais und Lagerhallen ausgestattet, um dem zunehmenden Schiffsverkehr Rechnung zu tragen. Apollonia, 2016. Meine Güte, ey, diese Zeichnungen, die sind echt der Hammer. Dass der Kerl, der das für Ubisoft gemacht hat, da hat er sich echt Mühe mitgegeben. Respekt. Ich meine, klar, er hatte wahrscheinlich auch Interesse daran, dass aus Assassin's Creed Origins eine sehr gut nachgebaute ägyptische Welt entsteht. Mit seinem Erfolg als Handelshafen übertraf Apollonia Kyrene und wurde schließlich zur Hauptstadt der Pentapolis. Eine Reihe von Erdbeben verlagerte die Stadt allmählich, sodass ein Großteil buchstäblich versank. Einige Ruinen sind immer noch unter Wasser zu sehen. Ah, schade. Ruinen Apollonias unter bewölktem Himmel. Hoi. Okay, die Gründung Kyrenes abgeschlossen. Wow, nicht schlecht. Eine interessante Stadt mit einem noch besseren Ausblick. Also, die Tatsache, wie gut man auf alles herabsehen konnte, beziehungsweise wie gut man alles überblicken konnte, das war echt der Hammer. Okay, die Agora und Thermalbäder kommen als nächstes. Okay, los geht's. Willkommen bei die Agora und Thermalbäder. Die Agora von Kyrene war zugleich Marktplatz und politisches Zentrum der Stadt. Der zentrale Innenhof lag unter freiem Himmel, während die ihn umgebenden Marktstände und Läden von den lang überdachten Säulengängen geschützt wurden. Wie in anderen griechischen Städten gehörte zur Agora eine zentrale Versammlungsstelle, die man Prytaneion nannte. An diesem Ort wurden die Gäste der Stadt willkommen geheißen. Kyrenes Agora. Ah ja, haben wir ja eigentlich schon gesehen. Herzstück der Agora war eine Statue, die Ruhm und Siege der Seefahrt pries. Die weiblichen Formen könnten darauf hindeuten, dass es sich um Nike handelt. Sie ähnelte sehr wahrscheinlich der Nike von Samothrake, die heute im Louvre ausgestellt wird und dem Team als Referenz diente. Galionsfigur, archäologische Ausgrabungsstätte Kyrene, Libyen. 2003. Auf der Agora von Kyrene gab es zahlreiche Tempel und Bildwerke, die den Stadtgründer König Battos und die Stadtgötter ehrten. Zudem fand man zwei Altäre, die zum Tempel des Apollon gehörten, sowie eine Marmorstatue der Göttin Lybia. Möglicherweise Grabmal des Battos, archäologische Grabungsstätte Kyrene, Libyen, 2003. Zu den Profanbauten zählten ein Gerichtshof und ein angegliedertes Archiv, in dem Rechtstexte und andere für die Verwaltung der Stadt wichtige Dokumente verwahrt wurden. Die Brandspuren an den Überresten des Gebäudes deuten darauf hin, dass es möglicherweise während der jüdischen Rebellion im Jahr 115 unserer Zeit zerstört wurde. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich die Thermalbäder dran. Öffentliche Bäder waren für griechische und römische Städte üblich. Das galt auch für Kyrene.
In den Ruinen entdeckte man zwei Thermalbäder aus verschiedenen Epochen. Eine Inschrift über dem Eingang eines dieser Bäder war offenbar dem Besitzer gewidmet und lässt eine Datierung in die Zeit des Hellenismus zu. Mhm. Hadrians Bäder, Heiligtum des Apollon, Detail, 2016. Okay. Komme ich da durch die Tür? Oder... Ah, betreten. Tatsache. Die Mosaikfußböden hatten ursprünglich einen in erster Linie praktischen Nutzen. Sie waren wasserdicht. Die von den Griechen nach Ägypten und in die Kyrenaika importierten Bildmotive zeigten vor allem Alltagsszenen, die Meeresfauna oder mythologische Figuren. Neben den traditionellen griechischen Motiven wurden auch spezifisch ägyptische Motive wie die Lotusblume integriert. Die schönsten und am besten erhaltenen Mosaike fand man jedoch in Alexandria. Hm. Boah, so ein Thermalbad, wo nur mythologische Kreaturen als Mosaikbilder dargestellt werden, das fände ich echt nice. Mosaik des Nil, erstes Jahrhundert Antikensammlung. Das sieht auch nicht schlecht aus. Boah. Die Bäder von Kyrene wurden in unterirdischen Gewölben errichtet, die man zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeit anlegte. Die Arbeiter schlugen Sitze in den Fels, um die Waschungen bequemer zu gestalten. Wie viele andere öffentliche Gebäude waren auch die Bäder kunstvoll geschmückt. In ihren Räumen fand man Statuen der Aphrodite und des Bogenschützen Eros. Aha. Venus, Aphrodite, Anadyomene... Nee, Anadyomene entsteigt den Bädern. Zweites Jahrhundert vor unserer Zeit. Puh. Das Frigidarium, ein Kaltwasserbecken, war der erste Raum, den man als Besucher betrat. Gefolgt wurde es vom Tepidarium und schließlich vom Heißwasserraum, den man das Caldarium nannte. Das Wasser der Thermalbäder stammte aus natürlichen Quellen. Man legte heiße Steine ins Wasser, um den gewünschten Dampfbad-Effekt zu erzeugen. Das Quellwasser floss in eine Zisterne und einen Brunnen, den man die Aqua Augusta nannte. Mhm. Und der letzte Punkt? Unter Kaiser Trajan wurden weitere römische Bäder erbaut, die man unter Hadrian restaurierte. Nach dem Erdbeben im Jahr 365 unserer Zeit wurden sie durch Bäder im byzantinischen Stil ersetzt. Dabei kamen viele Steine der alten Bäder zum Einsatz. Das Team nutzte für den Entwurf dieser Orte im Spiel Beschreibungen der Bäder aus der Zeit des Kaisers Trajan. Aha, okay. Agora und Thermalbäder, beides nacheinander direkt abgeschlossen, war in einer Tour zusammengefasst. Okay, oh, so langsam kommen wir schon ans Ende von den Ägypten-Touren, alles klar. Der Tempel des Zeus in Kyrene und danach wichtige Monumente in Kyrene, okay. Generell scheint der Rest der Touren jetzt tatsächlich in Kyrene stattzufinden. Naja, habe ich nichts gegen. Willkommen bei der Tempel des Zeus in Kyrene. Der Tempel des Zeus stand nach Osten, zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet. Er wurde im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit erbaut. Das imposante, 70 Meter lange Gebäude mit seinen 46 dorischen Säulen war der größte griechische Tempel in Afrika. Er war sogar größer als der Parthenon und der Zeus-Tempel von Olympia. Hm. Oh, jetzt habe ich mir das Bild nicht angeguckt. Moment. Archäologische der Grabungsstätte Kyrene, Zeus Libyen. Der Tempel stand nach Osten, zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet. Er wurde... So. Die Gestaltung der Fassadendekoration folgte den Prinzipien der dorischen Ordnung. Die Abmessungen der Säulen waren unterschiedlich. Je nach Blickwinkel erzeugte das beim Besucher den Eindruck von Einzigartigkeit. Ah, archäologische Grabungsstätte Kyrene, Libyen. Okay. Nachdem der Tempel während der jüdischen Rebellion zerstört worden war, ließ Kaiser Hadrian ihn restaurieren. Er baute den äußeren Portikus nicht wieder auf, ließ aber neue korinthische Säulen aus Marmor fertigen. Der Tempel wurde später unter Marcus Aurelius fertiggestellt. Korinthisches Kapitell, 2. Jahrhundert. Eieiei. Oh.
In der Zeit des Augustus diente eine kleinere Kopie des Olympischen Zeus als Objekt der Verehrung. Hadrian ließ schließlich eine neue 12 Meter hohe, den Zeus von Olympia ebenbürtige Statue anfertigen. Das gewaltige Marmorbildnis wurde als Vollplastik konzipiert. Okay. Boah, wo kam denn gerade der Chorgesang her? Wow. Archäologische Grabungsstätte Kyrene. Das klingt jetzt gerade schon episch. Okay. Einer von den Typen vor mir scheint zu singen. Krass. Archäologen bestätigen, dass es in diesem Tempel eine monumentale Zeus-Statue gab. Ob es sich dabei wirklich um Zeus oder nicht doch um ein Bildwerk des Zeus-Amun-Kultes handelt, bleibt umstritten. Das Team entschied sich, an dieser Stelle eine Zeus-Amun-Statue zu platzieren, da Kyrene als Zentrum dieses Kultes im griechischen Mittelmeerraum galt. Alles klar. Zeus-Amun auf dem Thron, Hellenismus. Krass. Ja, die Tour ging schnell, war aber durchaus interessant. Okay, weiter. Dann schauen wir mal. Willkommen bei Wichtige Monumente in Kyrene. Das Heiligtum des Apollon liegt am Rande des Plateaus von Kyrene, das Mittelmeer überblickend. Man gelangte entweder über die Straße von Apollonia und die Nekropole oder über den geheiligten Weg dorthin, der von der Agora kam. Mhm. Heiligtum des Apollon, archäologische Grabungsstätte Kyrene, Libyen. Oi. Ich wollte jetzt schon abkürzen, aber nein, da ist noch eine Station. Die zahlreichen Tempel und Statuen der Stadt spiegeln die diversen Einflüsse der griechisch-römischen und ägyptischen Kultur über die Jahrhunderte wider. Tempel, die Apollon, Kyrene oder Zeus gewidmet waren, standen neben denen ptolemäischer Gottheiten wie Serapis oder Isis. Zahlreiche Brunnen waren mit Statuen geschmückt, unter ihnen auch die Schutzgöttin und Namensgeberin der Stadt, Kyrene. Mhm. Isis Kurotropos, den Harpokrates stillend, Horuskind, Terrakotta aus Kyrene, 3. Jahrhundert vor unserer Zeit. Puh. In das Heiligtum mit dem Brunnen des Apollon gelangte man durch einen Propylon genannten Torbau. Der Sonnengott Apollon war sowohl für die Griechen als auch für die Römer von großer Bedeutung. Das Heiligtum, das man zu seinen Ehren errichtete, galt als unantastbar. Heiligtum des Apollon, Kyrene, Detail. Der imposante Tempel wurde auf einem Felsen erbaut und war mehr als 200 Meter lang und etwa 50 Meter breit. Umgeben war er von einem monumentalen Säulengang im dorischen Stil. Von Archäologen freigelegte Abschnitte deuten darauf hin, dass die Säulen um 115-116 unserer Zeit restauriert wurden. Heiligtum des Apollon, archäologische Grabungsstätte Kyrene, Libyen. Der Altar befand sich vor dem Tempel. Beide sind etwa gleich alt, wurden jedoch zu unterschiedlichen Zeiten restauriert. Zu Ehren des Apollon wurden jedes Jahr zahlreiche Stiere auf dem Altar geopfert. Die Spuren des Rings, den man nutzte, um die Tiere zu binden, sind bis heute zu sehen. Heiligtum des Apollon, Kyrene. Okay. Puh. Die während der römischen Ära entstandene Statue des Apollon mit Kithara wurde in der Nähe des Tempels entdeckt und gilt als bedeutender archäologischer Fund. Als man die Statue fand, war sie in mehrere Teile zerbrochen. Die meisten Fragmente wurden gefunden und zusammengesetzt. Heute ist die Skulptur im British Museum zu sehen. Das Team orientierte sich beim Entwurf des Bildnisses an der aktuellsten Rekonstruktion und platzierte die Statue des Schutzgottes im Inneren des Tempels. Mhm. Apollon mit Kithara, Hellenismus. So, wo ist die nächste Station? Ein Stückchen weiter weg scheinbar. Ernsthaft? Da oben? Okay. Welchen Grund mag das Spiel wohl dafür haben?
Das Amphitheater von Kyrene liegt auf den Terrassen von Myrtosa, neben dem Heiligtum des Apollon. Es wurde im 2. Jahrhundert auf den Überresten des alten Theaters erbaut. Ursprünglich eine Theaterbühne, baute man es zum Amphitheater um, als man Geschmack an den römischen Gladiatorenkämpfen fand. Okay, Theatermaske aus der Kyrenaika, frühes römisches Reich. Da hinten, ja, habe ich mir gedacht, ist noch eine Station, damit man nicht direkt die Abkürzung nach da unten hinläuft. An beiden Seiten des Amphitheaters gab es Eingänge. Zum Schutz vor den in der Arena tobenden wilden Tieren ersetzte man die ersten beiden Sitzreihen durch eine Mauer. Der Tunnel, durch den Tiere und Gladiatoren zogen, verlief um das Theater herum, anders als beim römischen Kolosseum, wo dieser unterirdisch verlief. Im Untergeschoss wurden sowohl Tiere als auch Gladiatoren untergebracht. Es gab sogar Aufzüge, mit denen man Käfige ins Zentrum der Arena hieven konnte. Hoppala, jetzt habe ich wieder das Bild nicht mehr angeguckt. An beiden Seiten Heiligtum des Apollon Kyrene gab es Eingänge. Zum Schutz vor den in der Arena tobenden wilden Tieren ersetzte man die ersten beiden Sitzreihen durch eine Mauer. Der Tunnel. Da das ursprüngliche Theater nahe an einer Klippe lag, ließ die Erweiterung keinen perfekten Kreis zu. Stattdessen verband man Halbkreise zu einem Oval. Diese elliptische Form garantierte immer noch beste Sicht von allen Plätzen aus. Aus technischen Gründen entschied sich das Team für eine kreisrunde Konstruktion und nutzte die römischen Arenen als Referenz. Ha. Na gut. Damit wäre das auch abgehakt. Hoppala. So, jetzt nur noch einmal 5, einmal 3 und einmal noch einmal 3. Ha. Guck mal, obwohl das nur 3 Stationen hier sind, dauert das 5 Minuten. Ich bin gespannt. Okay, dann mal los, die Akropolis von Kyrene. Willkommen bei die Akropolis von Kyrene. Vielleicht sind die Stationen wieder weit genug voneinander entfernt. Die im Westen gelegene Akropolis von Kyrene war kleiner als die von Athen, obwohl dieser Aussichtspunkt der Stadt einen gewissen Schutz bot. An ihrem Eingang stand ein von 2 Türmen flankiertes Tor. Eine bis heute lesbare Inschrift belegt, dass die Mauern und die Zitadelle zu Zeiten des Augustus restauriert wurden. Lage und Plan von Kyrene aus Proceedings of the Expedition to Explore the Northern Coast of Africa von Beechey und Walker, 1828. Okay, da ist schon die zweite Station. Vor Ort fand man zahlreiche Statuetten, unter ihnen auch eine Darstellung der Berenike, der Tochter des Königs Magas von Kyrene, eines Halbbruders Ptolemäus II. Am nordöstlichen Turm liegt ein Heiligtum, bestehend aus 2 Tempeln, einem Vestibül und einem Altar, der vermutlich Serapis und Isis geweiht war. Als sie die Tempel ausgruben, fanden die Archäologen Spuren einer verheerenden Feuersbrunst. Allerdings ist unklar, wann dieses Feuer tobte. Porträt der Berenike II. Aus Hermopolis Magna, Ägypten, 246 bis 221 vor unserer Zeit. Das ging ja jetzt schon einigermaßen schnell. Wo ist der letzte Punkt? Von der Entfernung her auch nicht so weit entfernt. Krass, wow. Was eine Aussicht. Im 20. Jahrhundert wurde der Stadtteil mit einer Festung überbaut, um sich gegen Eindringlinge zu schützen. Die nahegelegenen römischen Bauten wurden vollständig überbaut. Archäologen arbeiten bis heute an ihrer Freilegung. Ah ja, macht ihr ruhig. Ob wir die Ruinen dann jemals zu Gesicht bekommen werden? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Das kam mir überhaupt nicht wie 5 Minuten vor, ehrlich gesagt. Naja, okay. Als nächstes die Gladiatoren-Arena. Los geht's! Willkommen bei die Gladiatoren-Arena. Obwohl es erst in der späteren römischen Ära Gladiatorenkämpfe in Kyrene gab, entschied sich das Team aus 2 Gründen für eine Arena. Erstens wollte man diesen wichtigen Aspekt des römischen Alltagslebens nicht unterschlagen. Zweitens versprach man sich interessante Gameplay-Optionen. Lampe, kämpfende Gladiatoren, 1. Jahrhundert. Ach ja.
Die ersten Gladiatoren in den Arenen waren Kriegsgefangene. Diese Tradition der blutigen Kämpfe zwischen Menschen oder Menschen und Tieren überdauerte fast 1000 Jahre. Kämpfende Gladiatoren, 4. Jahrhundert, Galleria Borghese, Rom, Italien. Wow. Schön zu sehen, dass die Entwickler sich ordentlich Mühe bei der Entwicklung gegeben haben. So viele Experten. Schließlich betraten auch Freiwillige die Bühne. Diese oft besser ausgebildeten Kämpfer erhöhten die Qualität der Darbietungen in der Arena. Schließlich entwickelte sich das Berufsbild des Gladiators, wie wir es aus Hollywood kennen. Man musste sich einem Meister verpflichten und wurde von diesem ernährt, trainiert und in Baracken untergebracht. Quasi ein Manager. Gladiatorenfigurinen, Hellenismus, alles klar. Also wirklich schön zu sehen, wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben. Nicht nur mit dem Hauptspiel, sondern auch noch mit diesem DLC. Die Gladiatoren wurden in leicht und schwer bewaffnete Kämpfer eingeteilt. Jeder Typus verfügt über spezielle Waffen und Rüstung. Oft trafen im Kampf zwei vom Publikum bevorzugte Gruppen aufeinander. Helm eines Gladiators, 1. Jahrhundert. Okay. Wie viel haben wir noch? Ist das schon die letzte Station? Krass. Alles war streng durchorganisiert. Im Hintergrund spielte Musik. Überwacht wurden die Kämpfe von einem Schiedsrichter. Der Tod des Verlierers im Kampf oder durch das Urteil des Publikums war nicht das einzig mögliche Ende. Man konnte auch aufgrund hervorragender Leistungen begnadigt werden und hohes Ansehen erringen. Kämpfende Gladiatoren, 4. Jahrhundert. Genau. Eine Strafe war ja quasi, dass man in der Arena eine bestimmte Anzahl Kämpfe gewinnen soll oder vielleicht eine bestimmte Anzahl Tage überleben soll. Und erst wenn man das geschafft hat, wird man freigesprochen von einem Verbrechen. Das ist eben auch ein hartes Urteil, weil da jeder Moment dein letzter sein könnte. Puh. Also selbst wenn es diesen Beruf heute noch geben sollte, worüber ich froh bin, dass es den nicht gibt, also, ich hätte den definitiv nicht ausgeübt. Willkommen bei Hauptexporte aus Kyrene. Auch wenn ich jetzt quasi Gladiatorenkämpfe in all den Videospielen kämpfe, die ich spiele, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht dasselbe. Nicht mal annähernd. Kyrenes Haupteinnahmequellen waren die Kultivierung und der Export von Mohnblumen und Silphium. Obwohl auch das Opiumöl der Mohnblumen exportiert wurde, weiß man wenig über diese Pflanze. Über die Kultivierung von Silphium liegen uns heute weit mehr Informationen vor. Zypriotisches Kännchen, die Form einer umgekehrten Mohnblüte, verweist darauf, dass das Kännchen einst aus Mohn gewonnenes Opium enthielt. 18. Dynastie. Ah ja. Solche kleinen Details verraten schon was über den Inhalt? Krass. Silphium galt wegen seiner leuchtend gelben Blüten als Geschenk des Sonnengottes. Silphium wurde ausschließlich in dieser Region am Mittelmeer angebaut, zu Höchstpreisen verkauft und war so zentral für den Wohlstand der Kyrenaiker, dass es sogar auf Münzen abgebildet wurde. Kyrene Silbermünze, Kopf des Amun, Rückseite Silphium, ca. 435 bis 375 vor unserer Zeit, 1889. Ja, wenn das schon extra für die Münzprägung als Motiv ausgewählt wurde, dann muss das schon was heißen. Die Wurzeln des Silphiums enthielten ein Harz, das für die Herstellung von Arzneien gegen Husten, Fieber, Magenverstimmungen und viele anderen Leiden eingesetzt wurde. Man nutzte es auch als Verhütungsmittel. In einer Rezeptsammlung aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit wird das Kraut häufig erwähnt. An einer Stelle dient es der Verfeinerung eines Flamingo-Gerichts. Also so viele Arten und Weisen, wie man das einsetzen kann, krass. Wirklich der Zehnkämpfer unter diesen Pflanzen, wie es scheint. Vase mit Aphrodite und Eros, klassische Antike. Hohe Nachfrage, Raubbau und möglicherweise auch eine Klimaveränderung führten schließlich zum Aussterben der Silphiumpflanze.
Zum letzten Mal wurde sie im 4. Jahrhundert unserer Zeit erwähnt. Und bis heute fanden sich keinerlei Spuren der einst so populären Pflanze. Boah, das ist echt schade. Arkesilaos, der zweite König von Kyrene, überwacht das Wiegen und ein... Ja, okay, das hatten wir schon mal. Echt, die gibt's gar nicht mehr? Oi. Der größte Hauptexport aus der Stadt. Nicht mehr existent auf der Welt. Krass. Okay, Ägypten allgemein ist damit für heute abgeschlossen. Reicht es noch für ein paar Pyramidentouren? Yo, dafür haben wir noch Zeit. Alles klar. Der Ursprung der Pyramide. Jetzt wird's richtig interessant. Willkommen bei Der Ursprung der Pyramide. Ich meine, die vorigen Touren waren schon interessant genug, aber jetzt die Pyramiden selbst, die interessieren mich brennend. Die Herkunft des Wortes Pyramide ist umstritten. Viele glauben, dass es sich vom griechischen Wort Pyramis ableitet, das ein kegelförmiges Brot beschrieb. Leben und Tod wurden in der altägyptischen Kultur mit den Zyklen der Sonne verbunden. Die perfekte Form der glatten Pyramide galt als Metapher gebündelter Sonnenstrahlen, in die der Pharao nach seinem Tod transformiert wurde. Die Pyramiden repräsentierten den Benben, den Urhügel des Schöpfungsmythos von Heliopolis. Diese Geschichten durchdrangen nahezu jeden Aspekt des Lebens im alten Ägypten. Heliopolis Detail Benben, 2016. Hoi. Während der prädynastischen Periode unterschieden sich die Bestattungspraktiken abhängig davon, ob man in Ober- oder Unterägypten lebte. Lange vor den Pyramiden nutzte man Grabgruben. Den bisher ältesten Grabbezirk Ägyptens fand man in Merimde bei Beni Salame in Unterägypten. Er wird auf 5000 vor unserer Zeit datiert. Untersuchungen ergaben, dass die Toten in flachen Gräbern in Fötusstellung beigesetzt wurden. Obwohl man auch einige Objekte in den Gräbern fand, lieferten diese keine Hinweise auf die soziale Stellung der Verstorbenen. Mumifizierter Körper, 3. Jahrtausend vor unserer Zeit. Museo Egizio, Turin, Italien. Puh. In Oberägypten kann man die prädynastischen Begräbnispraktiken und ihre Riten leichter studieren. Man unterscheidet hier zwei kulturelle Epochen. Badari und Nakada. Die Badari-Kultur erblühte zwischen 4400 und 3800 vor unserer Zeit. Die kleinen Nekropolen, die Archäologen außerhalb von Siedlungen entdeckten, zeugen von der Entwicklung eines Grabkultes. Der Leichnam wurde in ein ovales Grab gelegt und mit Ziegen- oder Gazellenhäuten bedeckt. Dem Verstorbenen wurden notwendige Gegenstände des täglichen Gebrauchs beigegeben. Rekonstruktion des Grabmals eines Mannes, prähistorisch. Oh. Uff, das muss man echt sagen, dass die Mumifizierung wirklich so unfassbar wirksam gewesen ist. Hätte ich nicht gedacht. Während der drei Nakada-Perioden zwischen 4000 und 3510 vor unserer Zeit wurden die Begräbnispraktiken immer komplexer. Die Form der Gräber änderte sich von oval hin zu rechteckig. Sie waren so den Häusern der Lebenden nachempfunden. Die Grabstätten wurden größer und die beigegebenen Objekte zahlreicher und kostbarer. Die Gruften wurden komplexer. Mauerwerk, Holzverkleidungen oder rohe Ziegel dienten der Stabilisierung der Struktur. Mit der Zeit entwickelten sich Nekropolen, die die soziale Stellung der Verstorbenen reflektierten, wie zum Beispiel in Hierakonpolis, wo Eliten und Volk getrennt lagen. Das wird ja immer besser hier. Das Wort Mastaba, das wörtlich Steinbank bedeutet, beschreibt eine Form der Grabarchitektur, die von der archaischen Periode bis ins Mittlere Reich in ganz Ägypten weit verbreitet war. Die Mastabas, eine Weiterentwicklung der Grabgruben, bestanden meist aus zwei Elementen. Über der unterirdisch gelegenen Grabkammer wurde oberirdisch ein mächtiges viereckiges Gebilde mit gestuften Mauern errichtet. Darunter befand sich die Grabkammer.
Die sehr viel größere Grabstätte eines Königs war oft von kleineren Mastabas umgeben. In diesen wurden die Verwandten und Höflinge des Königs beigesetzt. Was haben wir hier? Eine Mastaba in Gizeh. So haben die ausgesehen. Ha. Die Gestaltung der Substruktur der Mastaba entwickelte sich während des Alten Reiches ständig weiter. Von der 5. Dynastie an wiesen Mastabas oft mehrere Kammern auf. Teilweise fand man bis zu 30 Räume. Auch das Ausmaß und die Qualität des Oberflächendekors wuchs beträchtlich. Genau wie die Zahl der Statuen, die man im Inneren fand. Modell der Mastaba des Pernep, 5. Dynastie. Oi. Mit der 6. Dynastie erreichte man einen künstlerischen Höhepunkt. Die gesamte Wandfläche der Mastaba wurde mit Szenen des Alltags ausgeschmückt, den Reichtum all jener illustrierend, die in der Nähe der Pyramide des Pharao beigesetzt wurden. Das schönste Beispiel einer solchen Mastaba ist das Grab von Mereruka in Saqqara. Westmauer der Kapelle des Kaim Sennu mit Nischen für Eretnub. Kaim Sennu und Vergepta. Manche der Namen, da muss man wirklich so ein kleines bisschen innehalten, wenn man da jeden Buchstaben mitnehmen will. Huiuiui. Alles klar, das wäre Nummer 1. Haben wir noch Zeit für die nächste? Die hat 20 Stationen und 13 Minuten an der Dauer. Ja doch, ich würde sagen, die machen wir noch. Dann wird der Part zwar etwas länger, aber das ist mir an der Stelle auch egal. Das will ich jetzt wissen. Die Stufenpyramide des Djoser. Willkommen bei die Stufenpyramide des Djoser. Die Stufenpyramide befindet sich im Zentrum eines geschlossenen Komplexes aus Tempeln, Palastmodellen und kunstvollen Konstruktionen, die alle für das Nachleben des Pharao Djoser gebaut wurden. Der Bestattungskomplex selbst erstreckt sich über 15 Hektar und befindet sich auf dem höchsten Punkt der Hochebene von Saqqara. Dass es sich dabei um ein technologisches Wunder seiner Zeit handelte, zeigt sich an den Details und der Größe des Komplexes. Das einzige Informationsfragment über die Entwurfspläne des Komplexes wurde auf einem Steinschnitt entdeckt, der eine architektonische Skizze eines Gewölbes enthielt. Saqqara Nord 1997. Die Stufenpyramide ist das erste aus Stein gebaute Monument. Mit 60 Metern Höhe war sie das höchste Bauwerk ihrer Zeit. Ursprünglich war sie als Mastaba gedacht gewesen, also als ein rechteckiges Grab mit flachem Dach. Der berühmte Architekt Imhotep mag dies für Pharao Djoser als zu bescheiden empfunden haben und begann die Stufen beim Bau vor 4700 Jahren hinzuzufügen. Ah, okay. Das Bild haben wir bereits gesehen. Also hat er die erste Schicht gelegt und dachte sich danach, ach komm, machen wir noch mehr draus. Die Stufenpyramide ist von einer 1600 Meter langen Mauer umgeben, die 10 Meter hoch ist. Diese große Mauer wurde aus weißem Kalkstein gebaut und entlang der Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Wow. Djeser und Unas. Nice. Das muss dann wohl der kleine Bruder von den Attack on Titan Mauern sein. Während es 14 Türen gibt, sollte nur die Osttür für den Wohnbereich bestimmt sein. Die übrigen Scheintüren wurden als Portale gebaut, durch die das Ka des Königs hindurchgehen konnte. Neben den Scheintüren wurden die Mauern mit Bastionen und Türmen versehen, die sie zu einer Verteidigungsmauer machten. Die Positionierung dieser Gestaltungselemente deutet darauf hin, dass es eine Verbindung zum Setfest gab. Okay, Saqqara Djoser Pyramide 1997. Boah. Das wird hier wieder immer besser und interessanter. Herrlich. Der einzige richtige Eingang in den Komplex ist am Ende eines langen, engen Ganges. Er hat ein steinernes Vordach, das Holzscheiten ähnelt. Am Ende des Ganges befindet sich eine große Öffnung. Sie soll einer Tür gleichen, hat gemeißelte Türen und Bänder, die permanent offen und unbeweglich sind. Sagt es Ameni, Detail, Tür und Nischen, 12. Dynastie. Puh.
Der Korridor wird von 20 Säulenpaaren gesäumt, die aus bis zu 6 Meter hoch gestapelten Steinfässern bestehen. Die fertiggestellte Fassade ähnelte Schilfrohrbündeln. An den Säulen wurden rote Farbspuren gefunden, an den Stützwänden schwarze Farbe. Dies hätte den Effekt gehabt, die Wände mit dem Schatten zu verschmelzen, damit es so scheint, als ob die roten Säulen freistehen würden. Da ist ja richtig Arbeit reingeflossen. Stele, die ineinandergreifende Türen darstellt, Spätzeit. Ich meine, klar, wenn das eine Grabstätte für einen Pharao werden sollte, natürlich hat man sich da Gedanken dann gemacht. Ja, man wollte am Ende nicht als respektloser Bastard dastehen. Auf beiden Seiten der Säulen befinden sich Nischen. Diese gelten als Kapellen, die Provinzen Ober- und Unterägypten repräsentieren. Nach Ansicht einiger Ägyptologen kann die Anordnung der Räume symbolisch für Gerichtsbarkeit und Urteilsvermögen stehen. Ah. Parfum gefäß Darstellung des Symbols der Einigung des Landes Sematawi mit Hapi, Herrschaft des Tutanchamun, Ägyptisches Museum Kairo, Ägypten. Oh Mann, ist das riesig. Guckt euch mal an, wie lange wir wahrscheinlich brauchen werden, um zur Pyramide selbst zu gelangen. Die wievielte Station wird das jetzt sein? Die siebte? Achte. Ah, okay. Bewacht von einer Reihe gemeißelter Schlangen befindet sich dieses Grab am südlichen Ende des Hofes. Die Grabkammer liegt darunter, in einem 30 Meter tiefen Schacht. Die niedrige Kammer ähnelt einer Mastaba und ist im Vergleich zur späteren Grabkammer relativ intakt. Das Grab besteht aus Rosengranit, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass es zuvor polierter Kalkstein war. Es ist zu klein für einen Körper und so möglicherweise für das Ka des Königs bestimmt oder für die Kanopenkrüge mit den Organen des Königs. Bei späteren Bestattungstraditionen waren die Kanopenkrüge in derselben Kammer wie der Körper. Amulette, zwei Ureus-Schlangen, 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Eine polierte Kalksteintreppe führt vom Grab nach Westen zu unterirdischen Wohnungen. Einige dieser Räume sollten den König und seine Familie im Jenseits beherbergen. Es wurden viele große Keramikkrüge entdeckt, darunter auch solche, in denen sich noch immer Spuren von Bier, Milch und Öl fanden. Die Scheintüren sind mit Reliefs des Königs geschmückt, wie er an Ritualen teilnimmt. Diese Reliefs zeigen ihm beim Tragen landwirtschaftlicher Geräte, beim Laufen und beim Durchführen der Wiederbelebung von Verstorbenen. Wandfliesen aus den Grabkammern des Djoser, südliches Grabmal, Herrschaft des Djoser. Der Architekt Imhotep wählte Stein als Baumaterial, damit der Komplex lange erhalten blieb. Nach der Fertigstellung der ersten Mastaba plante Imhotep ein Grab mit ehrgeizigeren Dimensionen. Er machte sich daran, Mastabas übereinander zu stapeln. Es ist erwiesen, dass die Pyramide durch zusätzliche Einschnitte in die Stufen zweimal vergrößert wurde. Schließlich war sie 62 Meter hoch und maß 121 Meter mal 109 Meter an ihrer Basis. Das sind schon respektable Zahlen für die damalige Zeit. Statuette des Imhotep Spätzeit. Ptolemäer-Dynastie. Wir haben die Hälfte der Stationen schon fertig. Eine Treppe, die dem Pharao den Eintritt in die göttliche Welt erlaubte, wurde durch eine Stufenpyramide dargestellt, die in ihrer länglichen Form die ursprüngliche Mastaba vollständig umhüllte. Ah. Die Pyramide selbst ist eine massive Struktur. Alle Kammern und Tunnel befinden sich unter dem Bauwerk. Okay. Saqqara, Ansicht der Stufenpyramide von Lepsius und Loeliot, 1849 bis 1856. Okay, das soll als eine Art Sprungbrett ins Jenseits dienen, Pharao die Stufen. Pharao Djoser, der Heilige, war der Begründer der dritten Dynastie. Er regierte 19 Jahre lang. Während seiner Regierungszeit war er bekannt als Horus Netjerichet, göttlicher Leib. Der Name Djoser wurde ihm Jahrhunderte nach seinem Tod als Zeichen der Ehrfurcht verliehen. Er gilt als einer der größten Pharaonen Ägyptens. In der ptolemäischen Zeit, 2500 Jahre nach seinem Tod, wurde ein Apokryph in seinem Namen abgefasst. Und wir sehen die gefasste Kalksteinstatue des Pharao Netjerichet, genannt König Djoser Saqqara Ägypten, aus dem Alten Reich.
Boah, wie... Djoser wurde mit der menschlichen Gestalt des Himmelsgottes Horus in Verbindung gebracht. Ein Sockel neben der Stufenpyramide ist mit seinem Namen beschriftet und mit Horus assoziiert. Er war der Erste mit Memphis als Sitz und machte es zum zentralen Regierungszentrum der Region. Wir wissen, dass Djoser schon vor der Anlage in Saqqara viele Tempel und Monumente erbauen ließ. Der Grabkomplex war der erste seiner Art und sollte Djosers größte architektonische Leistung markieren. Memphis mit Nekropole des Djoser in der Ferne, Detail 1997. Wie nah die Stationen gerade beieinander sind, das ist krass. Der Grabkomplex wurde nach Vorbild des Palastes des Djoser errichtet, mitsamt gemeißelter Imitationen von Lehmziegeln, Bäumen und Schilf. Diese Details und weichere Texturen in Hartgestein zu schaffen, war eine zeit- und arbeitsintensive Aufgabe. Ein großer Teil des Komplexes ist für das Set-Fest konzipiert, sodass der König seine Herrschaft auch im Jenseits bestätigen kann. Saqqara-Pyramide, die Nummer, 32 aus Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien. Von Karl Richard Lepsius, 1849, 1897. New York University Institute of Fine Arts Liberty. Ha. Okay, ja, merkt man, das ist ja, da sind ja deutsche Texte drauf. Die Malse stimmen weder untereinander genau noch mit denen von Pering. Steinbau, die Lagen nach innen geneigt. Kitt und schmale horizontaler Steinlagen. Mokattenstein. Oi. Ja, da hat einer nochmal das ganz genau aufgezeichnet. Nicht schlecht. Sehr schön. Deutsches Referenzmaterial. Wow. Wirklich aus aller Welt zusammengetragen. Ich liebe das immer mehr. Dieses DLC. Immer mehr. In der Ecke befindet sich ein Tempel, genannt Te. Dieser Tempel gehört zu den geheimnisvollsten Bauwerken des Komplexes. Die Außenfassade ist schlicht, während im Inneren aufwendige Dietpfeiler und Gemeißeltes vorherrschen. Es ist möglich, dass sich an diesem Ort das Ka des Königs materialisieren sollte, indem dieser symbolisch die Plattform des Set-Hofes aus dem Jenseits besuchte. Ha, Djeser und Unas, Detail 2016. Ein Tempel mit dem Namen T. Ja, origineller Spitzname. Immer wieder, wenn ich T höre, muss ich an den T-Virus aus Resident Evil denken. Das Set-Fest ermöglichte es dem Pharao, die universelle Ordnung aufrechtzuerhalten und göttliche Kräfte zu erneuern. Durch eine Reihe von Prüfungen und religiösen Riten wie Tanz, Opfergaben und Besichtigungen der Heiligtümer verschiedener Gottheiten wurde die Lebenskraft und göttliche Natur des Herrschers bestätigt. Die Feier sollte das Jubiläumsfest des Herrschers darstellen und alle 30 Jahre stattfinden, auch wenn der Termin nicht immer eingehalten wurde. Das früheste bekannte Ritual stammt aus der ersten Dynastie. Szenen des 30-jährigen Thronjubiläums eines Königs, vierte Dynastie. Innerhalb des Djoser-Komplexes, südöstlich der Pyramide, befindet sich ein eigener Raum für dieses lebenswichtige Ritual, das der König auch im Jenseits durchführt. Der Set-Hof ist von falschen Kapellen gesäumt und mit einer Plattform mit zwei Treppen, die Ober- und Unterägypten darstellen sollen, ausgestattet. Die Stufenpyramide. Ach, nee, die Treppe im Set-Hof, 2012. Wow. Ich weiß im Übrigen nicht, warum ich T immer wieder mit dem T-Virus in Verbindung bringe. Dabei bringe ich jetzt zum Beispiel G auch nicht wirklich mit dem G-Virus in Verbindung. Aus irgendeinem Grund hat sich das dieses T von Tyrant so sehr ins Gedächtnis eingebrannt damals. Das ist der Hammer. Die beiden Pavillons, die sich im Innenhof befinden, sollen die Paläste Ober- und Unterägyptens repräsentieren. Die beiden Nachbildungen waren rechteckig und lagen einander gegenüber. Ihre Fassade erinnert an die Kapellen der Set-Zeremonie, deren Säulenkronen gemeißelt sind wie fallende Blätter. Da die Namen der Königin Hetepernepti und der Prinzessin Inetkaes auf einer Stele in der Nähe der Pavillons entdeckt wurden, sind diese Grabkapellen vermutlich für sie bestimmt. Djeser und Unas, Detail 2016. Ja, okay, jetzt, ich hätte spätestens schon bei der letzten Strecke mein Pferd herbeirufen sollen. So, viel besser.
Der Totentempel befindet sich auf der Nordseite des Komplexes, den Sternen zugewandt, wohin der verstorbene Herrscher nach dem Tode zu reisen glaubte. In diesem Tempel befand sich der Serdab oder Keller. Es handelt sich um einen geschlossenen Raum mit einer Wand, die zur ersten Stufe der Pyramide geneigt ist. Okay. Ich dachte jetzt, viele der Stationen wären auch im Inneren der Pyramide angesiedelt. Die Nordwand weist zwei Schaulöcher auf. Oh. Eine Statue des Djoser sitzt auf dem Thron und trägt einen Mantel und eine dreiteilige Perücke mit einem Nemeskopftuch. Diese Statue stellt das Ka des Königs dar und blickt durch die Schaulöcher in den Hof, sodass der König die Zeremonien beobachten und im Jenseits Opfergaben empfangen kann. Aha, interessant. Und damit wäre die Pyramide abgeschlossen. Krass. Oh, das war jetzt richtig interessant. Wunderschön. Ich habe wirklich eher damit gerechnet, dass viele der Stationen im Inneren der Pyramide sein würden. Aber nein, wir waren jetzt eigentlich die ganze Zeit nur draußen. Naja, wer weiß, vielleicht wird eine der späteren Pyramiden ja auch noch einmal von innen ein kleines bisschen erklärt und ausgeschmückt. Dass die Innenarchitektur einer Pyramide vielleicht noch etwas mehr erklärt wird. Das finde ich auch mal interessant. Alles klar, Leute, dann haben wir damit für heute erst einmal alles an Touren abgeschlossen, was wir abschließen konnten. Dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir, wie ich schon sehe, bei der nächsten Tour tatsächlich das Innenleben der Stufenpyramide erkunden werden. Ja, gerade eben habe ich es noch gesagt, hätte ich mal lieber auf den Namen der nächsten Tour drauf geschielt. Naja, aber umso besser, dass das als nächstes direkt drankommt. Ich bin gespannt. Also dann, bis dahin. Ciao, ciao.